Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Gespräch mit der Übersetzerin Christiane Lichtenfeld. Frau Lichtenfeld, Sie sind seit 1980 freischaffende Übersetzerin aus dem Russischen, dem Polnischen und dem Georgischen. Gerade ist Ihr Buch erschienen, Georgien zu Wort kommen zu lassen, über das wir heute sprechen wollen. Herzlich willkommen, Frau Lichtenfeld. Ja, ich bedanke mich natürlich sehr herzlich bei dem Schriftstellerhaus in Tbilisi, dass ich hier im Rahmen des Online-Festivals die Möglichkeit haben werde, mein Buch vorzustellen. Und ich danke Herrn Spreckelsen, dass er bereit ist, die Moderation für dieses Gespräch zu übernehmen. Frau Lichtenfeld, ich habe Ihrem Buch entnommen, dem Biogramm entnommen, dass Sie schon in der 11. Klasse mit Übersetzungsfragen konfrontiert waren, nämlich da gab es ein Interesse zusammen mit der Humboldt-Uni, an einem Projekt teilzunehmen, das eine automatische Übersetzungsmaschine hervorbringen sollte, wenn ich das richtig verstanden habe. Daraus wurde offenbar nichts. War das im Nachhinein ein Glück? Glück weiß ich nicht. Ich war lange Zeit eigentlich sehr frustriert, dass das nicht geworden ist. In dem Buch beschreibe ich ja auch, wie es dazu nicht gekommen ist. In der 11. Klasse, ja, ich habe mich für Sprachen interessiert und damals war für uns Englisch, Amerikanisch die große Welt und in die Richtung wäre ich gern gegangen, damals zumindest. Und das Neueste war damals die Kybernetik, die aufkam. Und ich hatte so auch so ein bisschen mathematisches Interesse und dachte, das könnte man miteinander verbinden. Und erhielt eine Nachricht von der Humboldt-Universität, dass die eine Arbeitsgruppe zusammenstellen mit einem Professor an der Spitze, die sich dem Aufbau oder der Entwicklung eines Übersetzungsautomaten ja, verschreiben wollten. Und ich stand ja ein Jahr vor dem Abitur und man wollte mich dann auch dort als Studentin übernehmen und entsprechend meine Ausbildung aufnehmen. Aber es war so, mein Abitur fiel in das Jahr nach dem Mauerbau. Und das war eine Zeit, wo sehr viele Abiturienten, also meine ganzen Freundinnen, auch ich, eine Absage vom Studium bekamen, weil man die Studiengänge sehr einschränkte. Und schon gar die wissenschaftlichen Studiengänge. Man brauchte nicht mehr so viele Leute, die dann nach dem abgeschlossenen kostenlosen Studium in den Westen gingen. Und man war sich also jetzt selbst genug und da wurde erstmal ein Stopp gemacht. Man hätte vielleicht ein Lehrerstudium aufnehmen können, das war aber nicht in meinem Sinne. Und so habe ich erstmal 2 Jahre ein bisschen was anderes gemacht. Und später habe ich diese Strecke leider gar nicht mehr verfolgt. Ich bin dann einfach in andere Fahrwasser geraten. Dass ich so weit nach Osten gehen würde, war mir eigentlich nicht in die Wiege gelegt. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, es war doch ein ganz interessantes Leben. Es gab dann zunächst als Studienrichtung immer nur Russisch, Französisch, Russisch, weiß, Englisch war nicht mal dabei. Und ich habe mich für Russisch-Französisch entschieden, habe aber natürlich darauf gelauert, dass ich aus dieser Lehrerlaufbahn herauskam, weil das nicht für mich, also Lehrer können großartig sein, aber ich bin es nicht. Und da ergab sich eben in der Slawistik und nur in der Slawistik die Möglichkeit, ein wissenschaftliches Studium zu betreiben. Und alles ließ sich nicht miteinander vereinbaren. Ich musste ja eine zweite slawische Sprache wählen und wählte etwas blind Polnisch und das war wunderbar für mich. Sie haben Und sich der Weg nach Georgien führte dann viel, viel später erst. das Georgische ja weitgehend, wenn ich es richtig verstanden habe, autodidaktisch beigebracht. Ja. Und da würde mich einfach interessieren, weil wir doch in den letzten Jahren glücklicherweise durch diesen tollen Buchmessenauftritt Georgiens haben wir sehr viele Bücher auf einmal aus dem Georgischen übersetzt bekommen für den deutschen Markt. Sodass das wieder ein bisschen mehr in den Fokus geraten ist. Was sind denn sprachlich die großen Hürden beim Übersetzen aus dem Georgischen ins Deutsche?
Also ich habe in den 80er Jahren begonnen, Georgisch zu lernen. Das kam durch eine Studienreise. Also ein bisschen war ich vielleicht schon innerlich, sagen wir mal, aufgeschlossen. Meine Eltern hatten schon in früher Zeit, schon 1959, eine sehr schöne Reise durch Georgien unternehmen können. Und waren sehr begeistert damals und Freunden waren auch ganz überrascht über die Deutschfreundlichkeit, die ihnen da entgegenkam. So, aber das war noch, das führte nicht zu einer Absicht bei mir. Bei mir war es dann eine eigene touristische Reise, wobei mich natürlich der Kaukasus angezogen hat. Ich habe mir damals eine Reise gewählt durch Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Aber die Wahl fiel am Ende auf Georgien und ich habe dann gedacht, ach, ich müsste auch mal, ich habe ja auch früher schon mal ein bisschen Ungarisch gelernt. Also es interessierten mich auch Sprachen, die nicht indoeuropäisch sind. Und wenn man nach Georgien kommt, dann herrschte damals natürlich im normalen Verkehr noch das Russische vor. Aber man hat dann viele Schriftzüge gesehen, georgische Schriftzüge, und das war einfach sehr geheimnisvoll. Und da ein bisschen dahinter zu steigen, das interessierte mich. Und irgendwann habe ich, ich war schon freischaffend, hatte aber schon im Verlag Volk und Welt gearbeitet, der sich ja da pionierartig auf die Nationalliteraturen in der großen Sowjetunion gezielt sich dieser Literaturen auch angenommen hat. Und ja, ich merkte, dass ein bisschen Georgisch lernen, das ist wohl nicht so ganz das und ich könnte ja mehr machen. Und dann bekam ich eben auch die ersten Erzählungen übertragen. Das war natürlich ein großes Vertrauen, aber ich hatte ja schon aus dem Russischen und Polnischen übersetzt. Und das dauerte bei mir fürchterlich lange. Ich musste mir das alles sehr erarbeiten, langfristig erarbeiten. Sehr geholfen hat mir, dass ich in der Schweiz erschienene Lehrbücher bekommen konnte. Die sind sehr ausführlich und beschreiben die Grammatik und dieses fürchterliche georgische Verb sehr genau. Und bis heute beherrsche ich das eher passiv. Ich bin froh, wenn ich es passiv beherrsche. Damals hat man in Georgien noch viel Russisch gesprochen und ab und zu konnte man dann ein bisschen Georgisch einflechten. Es war aber so, ich war ja nicht so oft da. Und ich sagte mir, ich muss zu Hause, und die Kontakte zu Georgien waren überhaupt nicht annähernd so, wie sie heute sind. Und ich hatte mir gesagt, ich muss das Georgische so weit lernen, dass ich weitgehend selbstständig einen georgischen Text mir erarbeiten kann. Natürlich braucht man auch immer mal hier und da einen Muttersprachler oder wenn ich in Georgien war, dann hat man auch den Autor oder Germanisten fragen können. Ja, so bin ich dahin gekommen und natürlich war dann eben in den 90er Jahren erstmal Schluss. Ja, so das war der Weg. Meine Frage war ja auch, was sind die spezifischen Schwierigkeiten, wenn Sie aus dem Georgischen ins Deutsche übersetzen? Es sind natürlich, Georgisch ist eben keine indoeuropäische Sprache. Es hat eine völlig andere Satzstruktur, grammatische Struktur als eine indoeuropäische. Und Georgisch ist eine sehr, sehr alte Sprache. Und alte Sprachen haben eben diese komplizierten Verben, Verbformen. Das ist vergleichbar mit dem Lateinischen. Ich denke, dass das georgische Verb dem Lateinischen gar nicht nachsteht. Es gibt natürlich und Schwierigkeiten, die aber auch das gute Lehrbuch von Kita Trenkeli in der Schweiz für mich nicht gelöst hat, sind, also das georgische Verb hat natürlich auch einen Infinitiv, wie in anderen Sprachen auch. Aber dieser Infinitiv wird dann wie ein Substantiv behandelt. Und das irritiert mich manchmal heute noch. Also ich muss mir dann wirklich den Satz vornehmen und muss dann sehen, wo geht es lang. Dann kommen andere Schwierigkeiten dazu. Das ist mir besonders bei
beim Georgischen, das gibt es auch in den slawischen Sprachen, aber bei dem Georgischen ist mir das besonders aufgefallen und besonders bei einem Autor wie Ota Celadze, der also die Sätze hintereinander fließen lässt. Und in den Sprachen ist das erlaubt, im Deutschen nicht so sehr. Da, ich meine diese Aneinanderreihung von, wir nennen das unechte oder falsche Relativsätze, sodass man vom Hundertsten ins Tausendste kommen kann und eigentlich der Bezug am Ende fehlt. Da muss man im Deutschen dann lernen, diese Struktur nicht zu zerbrechen, aber doch ab und zu mal einen Punkt zu machen. Also das sind dann auch so Erfahrungen, die man da mitmacht. Dann kommt natürlich die, ja, die idiomatischen Wendungen, die hat jede Sprache. Die sind aber im Georgischen und mitunter sehr exotisch und deuten auf den Charakter des Volkes, auf ihre Geschichte, auf ihre, also schon wenn man dieses Wort Gamar Jobat nennt. Ich wünsche dir Sieg, heißt eigentlich, ich wünsche dir guten Tag. Und das lässt natürlich auf eine kriegerische Vergangenheit schließen. Dann gibt es Formen wie Genazwale, die ja sehr häufig sind. Das ist, wird heute gebraucht, inflationär gebraucht, so wie für mein Lieber, also in der Ansprache mein Lieber, meine Liebe, und ist eigentlich eine Verbform, was ja sehr interessant ist. Es bedeutet, ich tue alles, ich stehe für dich ein, das heißt, ich tue alles für dich. Mhm. Notfalls sterbe ich auch für dich. Also es ist etwas emphatisch auch. Ja. Und dieses Emphatische haben wir natürlich öfter im Georgischen und da muss man, oder bin ich der Meinung, dass man das, wenn man das ins Deutsche übersetzt, ein bisschen abmildern muss, den Gesamtcharakter erhalten, aber ein bisschen abmildern. Sonst ist das schwerer aufnehmbar für den deutschen Leser, denke ich. Nehmen wir uns mal einige der Autoren vor, die sind in ihrem schönen Buch. Ich möchte zunächst mein schönes Buch erstmal zeigen dürfen. Zeigen Sie es unbedingt. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können. Wie nicht, ist das jetzt? Sie müssen es höher halten, noch etwas höher. Ja, ich glaube, so kann man es ungefähr sehen, ja. Ja, es heißt ja, Georgien zu Wort kommen lassen. Da in dem Titel steckt eine gewisse Provokation. Sie wollten aber zu dem Buch sprechen. Ich wollte jetzt eigentlich zum ersten Autor überleiten, aber wenn Sie gerade noch was zum Titel sagen wollen, sehr gerne. Vielleicht überhaupt zu dem Buch, wie es entstanden ist, wie ich dazu gekommen bin. Ich konnte ja nach 1990 nur sehr, sehr sporadisch und mit großem Einsatz überhaupt georgische Literatur in, ich muss ja sagen, westdeutschen Verlagen unterbringen, weil die ostdeutschen Verlage, die früher eben sowas gemacht haben, nicht mehr da waren oder wie meinetwegen der Aufbauverlag auch sein Programm verändert hat. So, das war also, aber so und dann lief es natürlich auf das große Jahr 2018 zu, auf die Präsentation von Georgien auf der Frankfurter Buchmesse. Das war natürlich ein ganz wichtiges Datum. Und da wurden dann noch mehr Dinge möglich, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass es klappt. Und das war ein Riesenmarathon für mich. Als das überstanden war und ich mich ein bisschen erholt hatte, dachte ich, es ist aber leider so, trotz all der Genugtuung, die ich durch dieses 2018 und etwas davor erfahren konnte, meine Autoren, jedenfalls die beiden, die es hätten erleben können, haben ihre Publikationen in Deutschland nicht mehr oder nur unzureichend erleben können. Das sind Chabua Amirejibi und Ota Celadze. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Sie konnten auf dieser Messe nicht dabei sein. Ich fand es toll, dass eine junge Schriftstellergeneration angetreten ist mit sehr interessanten Büchern. Und ich bin ja aber doch der Klassik oder den ursprünglichen Gegenwartsautoren und dann neuen modernen Klassikern
mehr verbunden gewesen und auch verpflichtet gewesen. Diese Verpflichtung ist eigentlich die, die mich auch bei der Stange gehalten hat. Und ich wollte nicht, dass das so ein bisschen untergeht. Ich wollte diese Klassiker irgendwie mal zusammenfassen. Und es gab inzwischen auch viel Sekundärliteratur dazu, also Nachworte, Rezensionen. Und ich habe nie richtig archiviert. Ich habe immer alles, was ich fand, in das obere Schrankfach geworfen. Und nun konnte ich daraus Nutzen ziehen. Ich holte also alles hervor und dachte, wie mache ich jetzt ein Buch daraus? Es sind meine Bücher. Ich hätte jetzt nicht über die Klassik insgesamt ein Buch machen können. Das hätte viel mehr Zeit und weitere Forschungen noch erfordert. Ich denke aber, hier kommen doch anderthalb Jahrhunderte zusammen. Und es sind die wichtigsten Autoren darunter. Und man kann hier auch sehr schön anhand der Literatur georgische Geschichte und Befindlichkeiten ablesen. Dann kommen wir mal zum ersten Autor. Das ist Ilja Schafschawadze, von dem erschien zuerst von Ihnen deutsch übersetzt 1995 die Erzählung Die vertauschte Braut. 2018 dann der Band, den Sie gerade hochhalten, Erzählungen aus Georgien mit 5 Geschichten. An einer Stelle bezeichnen Sie ihn als den Vater der Nation. Wie kommt er zu diesem Ehrentitel? Also der Vater der Nation ist er für die Georgier, die ihn so nennen. Es gab 1987 ein großes Festival zu Ehren von Ilja Schafschawadze in Tbilisi. Das war der 150. Geburtstag und gleichzeitig der 80. Todestag von ihm. Die Georgier sagen nur Ilja. Die nennen ihre großen Leute bei dem Vornamen. Und das war eigentlich so der erste Anstoß. Ich muss sagen, ich habe mich da erst ein kleines bisschen später dafür interessiert oder war erst etwas später daraufhin ansprechbar. Ich war ja irgendwie der Gegenwart verhaftet. Das war sowohl in der polnischen Literatur als soweit auch in der russisch- oder russischsprachigen Literatur, weil diesem großen Literaturfestival 1987, das war eine große internationale Konferenz, wo aus sehr vielen Ländern Spezialisten kamen, die sich mit Ilja Schafschawadze befasst haben. Da kamen Leute aus Japan, aus USA, aus Afrika, aus Italien. Und aus der DDR kam außer mir, also zunächst mal als wichtigerer Mensch, der Leo Koschut. Als Verleger georgischer Literatur war dort eingeladen und er ist eigentlich zuallererst angesprungen auf den Ilja Schafschawadze und hat sich dafür interessiert. Und von ihm stammt auch dieses erste Konzept. Mit den zunächst drei wichtigsten Erzählungen von Ilja Schafschawadze. Und dann war der Gedanke, dann noch ein bisschen herumzunehmen. Nochmal, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber nochmal die Frage, warum der Vater der Nation? Also warum nennen die Georgier ihn? Was hat er getan? Qualifiziert ihn dazu? Ja, ich habe jetzt erstmal unser literarisches Projekt in den Vordergrund gerückt. Natürlich kam dort auch die große Rolle zur Sprache, die Ilja Schafschawadze im Leben von Georgien gespielt hat. Er war 1837 geboren, war um die Jahrhundertmitte so um die 20 im Studentenalter und er und einige seiner Mitstreiter, Gleichaltrigen, sind nach St. Petersburg zum Studium gegangen. Es war die Situation so, Georgien war seit 1801 georgisch-russische Provinz geworden.
Das war natürlich eine große Enttäuschung gewesen, denn Georgien hatte ja ursprünglich mit Russland einen Schutzvertrag abgeschlossen, 20 Jahre vorher, und wurde trotzdem allein gelassen bei dem Überfall, bei dem weiteren Überfall der Perser auf Georgien. Ja, und der Nachfolger, der Sohn der Katharina II., der hat dann einfach eine Kolonie aus Georgien gemacht. Das war 1801. Daraufhin, auch durch die vorangegangenen Zerstörungen, lag das Land Georgien erstmal ein paar Jahrzehnte weitgehend in der Lethargie. Und diese jungen Leute, die sich jetzt um die Jahrhundertmitte, um 1860 aufmachten nach St. Petersburg, um dort zu studieren, das waren Ilya Tschavtschavadze, Akaki Tsvereteli und andere, aber diese beiden waren die wichtigsten. Und sie wurden sehr stark kritisiert von der älteren Generation in Georgien, die das also unschicklich fand, wenn jetzt Georgier nach Russland gingen, um dort zu lernen. Aber in Georgien gab es ja keine höheren Schulen. Diese Truppengruppe wurde verächtlich genannt Terek Dali Ulipi. Das sind diejenigen, die aus dem Terek getrunken haben. Der Terek ist der Fluss, der erstmal wie ein Wildwasser vom Kasbek, vom georgischen Gipfel des Kaukasus, bergab rauscht. Und nachher, als er dann in die Ebene kommt und Wladikawkas, die russische Festung, erreicht, gemäßigt ist, besänftigt, durch die Ebene fließt. Das ist auch noch ein Bild, das Ilya Tschavtschavadze in seiner programmatischen ersten Erzählung Notizen eines Reisenden zeichnet. Es war ja aber so, dass der Verlauf bei Ilya Tschavtschavadze, dass er natürlich mit modernen und fortschrittlichen Gedankengut in Petersburg in Berührung kam und auch Teil hatte an solchen Studentengruppen und er dann auch verfolgt wurde und dann vorzeitig sein Studium verlassen musste und in die Heimat zurückkehren musste. Und er kam aber mit dem festen Vorsatz, erstaunlich für einen so jungen Mann, dass er sah einfach sein Heimatland und sah, hier muss viel gemacht werden. Und er kam. Darf ich da kurz einhaken? Denn das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Er kommt zurück aus St. Petersburg 1861 und findet ein Land vor, das Land, das er verlassen hat. Was war das für ein Land? Wie kam ihm das vor? Sehr, sehr rückständig. Sehr, sehr rückständig. Er sah einfach, da muss sehr viel gemacht werden, da müssen die Menschen mobilisiert werden, da muss Kultur aufgebaut werden. Und er wurde dann tatsächlich zum Vater der Nation, das ist gar nicht übertrieben. Er hat eine Alphabetisierungsgesellschaft ins Leben gerufen. Er hat eine dramatische Gesellschaft ins Leben gerufen. Er hat mehrere Zeitschriften ins Leben gerufen. Darunter die wichtigste ist die Zeitschrift Iveria. Das ist ein alter Name für Ostgeorgien. Und um publizistisch wirksam werden zu können. Und er hat geschrieben, er hat Gedichte, Poeme geschrieben, diese Prosa, die wir jetzt hier endlich vorliegen haben, die hat er geschrieben und hat sich also in einer Weise eingesetzt, die eigentlich kaum vorstellbar ist. Wenn man so sein Porträt sieht, das relativ gemütlich, einen gemütlichen Menschen eher zeigt. Und vor allen Dingen hat er auch eine Bank gegründet. Er war also Bankier, aber keiner, der jetzt Profit machen wollte, sondern diese Bank sollte Unternehmen fördern, sollte sie sponsern und fördern. Also ja, also er hat eine umfassende Tätigkeit gehabt. Er hat auch an der Aufhebung der Leibeigenschaft mitgewirkt. Die Leibeigenschaft war in Russland 2-3 Jahre früher aufgehoben worden, in Georgien dann, glaube ich, 1863. Und er hat auch sehr viel Publizistik aus dieser
Zeit hinterlassen, wie er die Verhältnisse auf dem Lande schreibt. Er hat ja auch die Verhältnisse auf dem Lande kennengelernt. Und das fließt ja dann auch in seinen großen Prosa-Erzählungen ein, wo er vor allen Dingen auf das Verhältnis von dem Landadel, der eigentlich seine Führungsrolle in der Gesellschaft nicht mehr wahrnimmt, und das Verhältnis zwischen Landadel und der Bauernschaft, die also ausgebeutet wird und in das ihrem fließt Band, dort ein. In Ihrem Band ist ja auch eine dieser Erzählungen enthalten, Erzählung eines Bettlers. Da schlägt er ja einen Ton an, einen sehr sozialkritischen Ton, auch genau wie Sie geschildert haben. War das damals neu in der georgischen Literatur? Also schlägt er da wirklich einen neuen Ton an? Ich denke schon. Denn was war davor? Da war Baratashvili, der als der wichtigste Vertreter der georgischen Romantik bezeichnet wird, vor ihm noch Guramishvili. Was funktionierte in der georgischen Gesellschaft? Also da war erstmal eigentlich sehr viel Enthusiasmus notwendig. Und man hat das der Ilija Çavçava entstammte einem verarmten Adel, aber er war eigentlich ein Bürgerlicher. Er versuchte, bürgerliche Reformen einzuführen in Georgien. Den Sinn für das eigene zu wecken, die eigene Kultur wieder ins Bewusstsein zu rücken. Man muss sich ja auch vorstellen, dass die Kirchen mit den wunderbaren Fresken übertüncht waren. Sie schreiben mit Blick, also aus der Perspektive des Jahres 1996, also vor der 2000-Wende, schreiben Sie, oh, hätte Georgien heute Männer wie Ilja. Wie war das damals gemeint? Wo habe ich das geschrieben? Ach so, das weiß ich jetzt gar nicht. Steht in Ihrem Band. Ja, das war wahrscheinlich dieser Essay für den Rundfunk, nehme ich an, aber es ist bei mir auch schon Jahrzehnte her. Mir fiel eben noch was ein, was ich dazu sagen wollte. Sie müssen es jetzt auch nicht kommentieren. Ja, es ist ja auch wir merken das ja heute eigentlich auch, es fehlen immer Führungskräfte in einem Land, Leute, die Visionen haben. Und er war eben einer davon und er hat es nicht nur auf Papier gebracht, sondern hat es versucht, tatkräftig in die Wirklichkeit umzusetzen. Gut, dann Sie sprachen von den Einflüssen, die er in Russland aufgenommen hat. Natürlich waren dort gerade die sogenannte Gruppe der revolutionären Demokraten dabei, schrieben also ihre Erzählungen und das hat er aufgenommen. Und von dort hat er auch diese realistische Schreibweise aufgenommen. Also eigentlich eine sehr positive Befruchtung gegenüber der gewissen Lethargie und dem eher zurückgewandten, was er da in Georgien vorfand. Elegischen auch. Wir haben noch sehr viele andere interessante Autoren, denen wir uns auch widmen wollen. Javachischvili veröffentlichte mit 23 Jahren seine erste Erzählung Chanchura. Das ist ein erstaunlich wacher Blick auf die Nöte einer Randfigur. War das damals neu in der georgischen Literatur, dieser Ton? Ich vermute, ja, zumindest in dieser realistischen Weise. Die realistische Schreibweise hatte ja eigentlich der Ilija Çavçava schon eingeführt. Aber ich denke, dass hier auch ein Einfluss von Dostojewski sein könnte, vielleicht. Also in der georgischen Literatur ist das sicherlich neu, denn die Erzählung hat ja auch gleich eingeschlagen. Er war sofort bekannt mit dieser ersten Erzählung in Georgien. Er hat einfach den Erniedrigten und Beleidigten und den am meisten Erniedrigten und Beleidigten zugewandt. Das ist ja sehr menschliche Haltung, die er da angenommen hat. Und das setzt sich eigentlich in seinem ganzen Werk fort. Und was ich eben hochgehalten habe, das ist sozusagen sein,
Ja, eigentlich sein Meisterwerk, aber nicht so das ganz typische Werk. Aber es zeugt von der tiefen Durchdringung historischer und gesellschaftlicher Vorgänge. Und das ist hier das fürstliche Leben. Ja, in Georgisch heißt der Roman Kwachi Kwachandiratze, ist ähnlich schwierig auszusprechen wie der Autor selber. Und das konnten wir natürlich einem deutschen Leser oder wollten es ihm nicht zumuten. Der Vorname Kwachi hat uns natürlich gefallen. Er deutet schon etwas weniger ernsthaftes hin. Und wir nannten es das fürstliche Leben des Kwachi K. K. Punkt. Das ist ein Gaunerroman, ein Schelmenroman, ein Abenteuerroman. Gewissermaßen könnte man sagen, es ist der georgische Krull, der viel früher erschienen ist als der deutsche Felix Krull als Hochstaplerroman. Das ist eine großartige, ganz, ganz unterhaltsam, sehr witzig und schön, aber eine großartige Zusammenfassung der turbulenten Geschichte, die Russland und mit Russland zusammen Georgien durchlaufen hatte. In dem Jahr 2023, 24 ist das Buch erschienen. Da waren in Russland mehrere Revolutionen, erst die von 1905, das Erwachen der Sozialdemokratie, auch in Georgien, dann die im Jahr 1917, die Februarrevolution, die Julirevolution, die Oktoberrevolution. Und er schickt, der Dabarischwili schickt seinen Helden durch alle diese Geschichten hindurch und zeigt, wie er jeweils sein Fähnchen in den richtigen Wind legt und ihm abzockt. Abzockt vorne und hinten. Sie haben den Roman ja übersetzt, Sie haben aber auch die Erzählungen übersetzt. Und zwischen den ersten Erzählungen und dem Roman liegt ja eine Pause. Da hat er ja unter anderem für das unabhängige Georgien gearbeitet und sich dann erst wieder nach 10-jähriger Pause ungefähr dem Schreiben mit dem Roman zugewandt. Da würde mich einfach interessieren, würden Sie aus Ihrer Wahrnehmung, als Übersetzerin hat man ja eine ganz deutliche Wahrnehmung auch der Sprache und der Erzählweise. Hat sich was geändert bei Ihnen nach dieser Pause, nach dieser Schreibpause? Also der eben genannte Roman ragt ja stilistisch völlig heraus aus seinen sonstigen Romanen, die natürlich auch ernsthafterer Natur sind. Hier steckt die Ernsthaftigkeit im Detail, in der Geschichtsdarstellung, auch in der Kenntnis der Abläufe, die ja ganz aktuell waren. Die große Pause ist auch durch biografische Dinge entstanden. Er musste Russland verlassen. Er war ja als Publizist dann auch verfolgt und er war eine ganze Zeit lang in Westeuropa, hat in Frankreich studiert, an der Sorbonne unter anderem, war wohl auch kurze Zeit in Deutschland, in der Schweiz. Und für das unabhängige Georgien, für das ja leider nur 3 Jahre existiert hat, da hat er sich dann zu Hause engagiert. Und ich denke, dass auch dieser Quatschi-Roman eine Replik ist auf das Ende dieser georgischen Republik. Gleichzeitig ungefähr entsteht ja ein weiterer Roman, der auch auf Deutsch liegt, unter dem Titel Dracos Knechtschaft. Da wurde mir von Menschen, die da sehr viel tiefer eingedrungen sind, als ich das bin, gesagt, dass in einer der Figuren ein Porträt von Stalin auch enthalten sei. Und ich habe mich gefragt, wenn das so ist, wie konnte das dann in dieser Zeit erscheinen? Also das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so bewusst. Vielleicht kann man das hinein projizieren. Da ist ja eigentlich eher der Gegensatz zwischen diesem Plebejer, der nun die Macht übernommen hat, und den Fürsten, der aus Freigebigkeit sein Land und sein Gut Anwesen hingegeben hat, jetzt quasi zu seinem Untertan macht. Das ist eine Umkehrung der Geschichte, aber das
Warum schreibt er das, der Dabachischwili? Wahrscheinlich wird er damit sagen wollen, also das wollten wir eigentlich nicht. Und was kommt dabei raus? Und in dem Erzählungsband, den ich hier schnell noch vorstellen kann, wo ist er jetzt? Das Samtkleid. Da ist eine späte Erzählung drin, die ist 1928 veröffentlicht worden, die heißt Lad mich ein. Und da haben wir auch so eine Figur, die ja nur profitiert von den neuen Verhältnissen und als Schmarotzer, als neuer Schmarotzer auftaucht in der Gesellschaft. Und ich sehe da eigentlich eine gewisse Parallele. Er wurde unter Stalin dann am Ende ermordet und posthum dann rehabilitiert. Wie wird er heute gesehen in Georgien oder wie ist seine Rezeption unter den heutigen Lesern, georgischen Lesern? Naja, er wurde rehabilitiert. Das fand ja so 1926 Richtung 1960 statt, nach dem 20. Parteitag. Ihm selber hat das nicht mehr genützt. Es wurden dann danach seine Werke wieder verlegt, bis auf diesen Quatschi-Roman. Das hatte aber jetzt nichts mit russischer Zensur zu tun, sondern die Georgier haben sich, glaube ich, selber nicht so recht getraut, mit diesem Roman in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie auch nicht wussten, ob das vielleicht auf ihr eigenes Bild zurückschlagen könnte. Es ist ein wunderbares Buch und es ist überhaupt gar nicht greifbar, von keiner Seite richtig greifbar. Man kann viel dazu sagen. Was mir aufgefallen, ach so, und es wurden also nach der Rehabilitierung in Georgien wieder Werkausgaben veröffentlicht, auch in russischer Sprache, aber eben, wie gesagt, der Quatschi aus georgischen Gründen nicht. Und auf Russisch ist der Quatschi-Roman erst, ich glaube, 1999 erschienen. Also dem könnte man auch nochmal nachgeben, dann fällt mir jemand ein, den ich vielleicht fragen könnte, wie das in Russland gewesen ist. Mhm. Aber natürlich waren die 90er Jahre ja auch in Russland chaotische Jahre. Gehen wir ganz rasch rüber zu unserem dritten von vier Autoren, die wir besprechen wollen, auch mit Blick auf die Uhr. 2007 erschien Josep Grischaschwilis Buch Niemals hat der Dichter eine schönere erblickt, in ihrer Übersetzung. Das hatte einen langen Vorlauf, oder, die Übersetzung? Es hatte einen langen Vorlauf, weil wir um das Jahr 1990 das Buch dann nicht mehr machen konnten. Es war im Wesentlichen vorbereitet. Ich zeige es gern mal hierher, weil es nämlich ein sehr interessantes Buch ist über das alte Tbilisi, über das jahrhundertealte Tbilisi mit sehr vielen orientalischen Traditionen. Dieses Buch ist eine Synthese von dem Text, von kulturhistorischen Text von Josep Grischaschwili, der als Dichter des alten Tbilisi gilt, und dem georgiendeutschen Maler Oskar Schmerling. Die beiden kannten sich, waren ungefähr eine Generation auseinander. Und der Oskar Schmerling hat sogar den jungen Grischaschwili dazu angeregt, dieses Buch zu schreiben, also Tbilisis im Schwinden begriffene alte Traditionen aufzugreifen, zu beschreiben. Und dies beides haben wir in einem Buch zusammengebracht. Und das hatten wir fast fertig 1990 und dann kam die Wende und wir hatten keinen Verlag dafür und haben es dann 2007, als wir uns sagten, jetzt müssen wir es machen, in einem Dienstleister, in einem sehr seriösen, guten Dienstleisterverlag herausgebracht und geholfen hat uns dabei moralisch die damalige Botschafterin in Berlin, Maya Panji-Kitzel. Und sie fand sogar noch einen Sponsor, damit wir nicht nur kostenlos nachdichten mussten, sondern auch nicht noch die Druckkosten bezahlen mussten. Ein wunderschönes Buch über Sitten und Gebräuche im alten Tbilisi, über Faustkämpfer, den Spaßmacher Ginto, über den Freiheitswillen der Unterdrücker, die Freiheitswillen gegen alle Unterdrücker,
die sich in diesen Karnsfesten ausdrückten, von östlichen Bädern, von Handwerkszünften. In den Bädern waren übrigens auch begeisterte Besucher wie Alexander Puschkin und Dumas der Ältere. Also ein sehr pittoreskes Buch. Was ist da festgehalten? Steht da das Altertümliche im Zentrum oder geht es eher um das Multikulturelle, um die vielen Einflüsse vieler Nationen? Das Multikulturelle, ältere Tbilisi, das, was die Menschen, die dahin kamen, eigentlich immer so fasziniert hat. Und das natürlich, dieser Trend zum Orientalischen, der ging natürlich nach und nach verloren. Sicherlich auch unter russischem Einfluss, europäischem Einfluss, der aus Russland kam. Ja, das Buch ist im Original 1926 und 27 verfasst worden, wenige Jahre nachdem Georgien ja Russland wieder einverleibt worden war. Spiegelt sich auch das irgendwie in Glischaschwilis Buch? Da müsste man den Grischaschwili fragen, wieso er zum Dichter des alten Tbilisi wurde. Ich denke aber, das ist ein längerer Prozess, der ja sicherlich auch im 19. Jahrhundert eingesetzt hat und sich dann verstärkt hat. Die Stadt ist größer geworden. Es entstand ein russisches Viertel, Sololaki, ein deutsches Viertel auf der anderen Seite des Mtkwari-Flusses. Also die Stadt ist einfach größer und europäischer und anders geworden. Uta Cilaze nimmt den Hauptteil ihres Buches ein und auch den ihrer Übersetzertätigkeit. Bevor wir auf die Bücher selber kommen, Sie haben ihn persönlich kennengelernt. Wie würden Sie ihn als Person beschreiben? Also ich habe Uta Cilaze, ich glaube, 1985 kennengelernt, also Mitte der 80er Jahre. Da war ich im Begriff, das Eiserne Theater für den Verlag Volk und Welt zu übersetzen. Und es hat sich eigentlich von Anfang an eine Sympathie, ein Vertrauen eingestellt über die, ja, und dann hatte ich das Eiserne Theater übersetzt. Er war auch in Berlin gewesen, leider zu einer ungünstigen Zeit, als die DDR schon im Schwinden war und keine sowjetischen Schriftsteller mehr öffentlich auftreten sollten. Es gab also nur noch geschlossene Veranstaltungen. So, dann war ein Neubeginn in den Anfang der 90er Jahre. Da konnte Uta Cilaze vom LCB eingeladen werden. Und da lag dann schon fast auf dem Tisch sein Roman Avilum, der dann auf der heißen Spur der Geschichte, der neueren Geschichte geschrieben wurde. Kommen wir aber erst nochmal zu seinem Erstling, Der Garten der Darya Changi von 1973. Wie erzählt Uta Cilaze darin die alte Medea-Sage? Er dreht die Perspektive um. Wir kennen ja den Mythos von Medea und dem goldenen Vlies aus der griechischen Sage. Und er schildert diese Geschichte aus der Perspektive des Landes, das also erobert wird, wo das goldene Vlies gestohlen wird, wo die junge Königstochter dem allem noch beihilft. Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem doch in einigen Aufsätzen und Nachworten, die Sie zu Cilaze verfasst haben. Sie schreiben an einer Stelle, die Frage nach eigenem Verschulden an der Situation wie nach nationalem Selbsterhalt ziehe sich durch Uta Cilazes Werk. Wie wurde dieses Werk rezipiert vor dem Hintergrund dieser Frage? Eigentlich verschulden. Auf den ersten Roman bezogen. Sie schreiben es bezogen auf sein gesamtes Werk. Sie schreiben es bezogen auf sämtliche Romane von ihm. Die Frage nach eigenem Verschulden an der Situation und die nach dem nationalen Selbsterhalt Georgiens. Naja, dazu kann man, ich weiß nicht, ob sich das so explizit durch alle Romane zieht. Es ist in diesem ersten Roman natürlich die Medea, die er aber sehr milde beurteilt. Habe ja hier einen wunderbaren Ausschnitt aus, habe ich hier in meinem Buch. Meine Medea ist das Symbol der ewigen Jugend, der Naivität, Schönheit, Zartheit. Sie will keinesfalls zu der literarischen Figur eines Euripides in Opposition stehen.
Mein Roman zeigt die Medea, die sie bis zum Eintreffen der Griechen war. Ein gewöhnlicher, lebendiger Mensch ohne alles Magische. Sie vermag zu lieben und um der Liebe willen Taten zu begehen, für die sie später leiden muss. Für mich ist sie eine große Heldin, eine, die für ihre Handlungen einsteht. Medea behält im Roman ihre Züge. Sie verrät den Vater, stürzt ihr Land ins Unglück, verrät den Bruder. Ihr Tun war nicht mal ein Fehltritt, sondern ein bewusster Schritt, bei dem sie die Liebe über alles stellte. Ein Schritt, der ihre Heimat teuer zu stehen kam, nun schon Jahrtausende hindurch. Ich möchte aber noch auf etwas anderes zurückkommen. Mit diesem ersten Roman, Chilazze war vorher bekannt als und in der ganzen Sowjetunion bekannt als Lyriker und auch in seiner Heimat sehr geschätzt und geliebt. Nun beginnt er plötzlich kompakte Prosa zu schreiben. Er hat einen großen Entwurf. Er will eine Seelengeschichte des georgischen Volkes schreiben und er fängt dabei bei dem Mythos um Medea an. Das zeigt natürlich, guckt mal her, was für eine alte Geschichte wir haben. Wer kann das schon aufweisen? Das ist natürlich der Stolz auf die eigene Heimat und auf die eigene Geschichte. Und er schildert ja auch diese vermeintliche Thronstadt des Königs Aetes. Die ist es wahrscheinlich nicht gewesen, aber er schildert diese Stadt Varni, die damals am Ufer des Schwarzen Meeres steht, sehr ausführlich, sehr farbenprächtig und zeigt damit, wie wohl eingerichtet schon das Leben in dieser Stadt zu den damaligen Zeiten gewesen ist. Ja. So, und zu der Frage der Mitschuld, das kommt vielleicht nochmal sehr stark in seinem letzten Roman, Der Korb, zum Tragen. Denn da entsteht ja aus dieser zwangsweisen, unwillkürlichen Verbindung zwischen dem russischen Gendarm und der Hirtenwitwe, Hirtenwitwe, Frau, Hirten, ein Sohn zunächst mal und daraus ein gewalttätiges Geschlecht, das also dann in Georgien über die nachfolgenden Jahrzehnte wütet. Das sich zwar nach und nach mäßigt, aber immer noch Einfluss hat. So wie er die Figur des Rajden Kascheli schildert. Wenn man das so will. In Ihrem Buch sind noch zahlreiche weitere interessante Autoren enthalten. Ich habe es also mit großem Vergnügen gelesen, die verschiedenen Aufsätze, Nachworte zu anderen. Gibt es unter diesen Autoren noch einen, auf den Sie vielleicht besonders hinweisen möchten? Ganz unbedingt. Das ist Chabur Amirijibi mit seinem Roman Data Tutashkria. Sie hören an diesem Namen und an dem Titel, dass so etwas schwer zu vermitteln ist in Deutschland. Es ist am Ende gelungen. Es ist ein sehr umfangreiches Buch, das dann zu DDR-Zeiten nicht mehr zum Zuge kam, eben wegen dieses Umfanges auch. Es ist ein Buch über einen Robin Hood der Kaukasusberge. Es gab dort auch edle Räuber, das waren die Abragen, die jenseits der Gesellschaft lebten, aber vom Volk geliebt und unterstützt wurden. Und dieser Roman spielt ungefähr so vor 100 Jahren am Ende des Zarenreiches und er gerät ins Abseits der Gesellschaft. Er hat einen Cousin, der ihm so ähnlich sieht wie ein Zwillingsbruder, der aber die steile Karriere innerhalb der russischen Beamtenschaft anstrebt und auch macht. Und es als mittlere Figur gibt es einen Gendarmeriechef im Kaukasus. Das ist ein Ungar, dessen Generationen schon bereits in Zarendiensten standen. Das ist eigentlich das zentrale Dreieck. Ansonsten wird ein sehr breites Gesellschaftspanorama geboten. Das Ganze liest sich wie ein Abenteuerroman, wie ein Krimi, wie ein Spionageroman in bestimmten Abschnitten und eben auch wie ein Gesellschaftsroman. Und das ist ein wichtiges Buch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde auch verfilmt vom Fernsehen in mehreren Teilen und sehr oft gezeigt.
Und zu Chabua Amirijibi muss man selbst noch sagen, dass er einem Fürsten, einem sehr geachteten Fürstengeschlecht entstammte, das, ich weiß nicht, in wie viel Jahrhundert nachzuweisen ist. Und er selber hat auch sich sehr für die Freiheit Georgiens eingesetzt, wurde damals zum Tode verurteilt, dann wieder begnadigt. Dann wurde er in den Gulag gesteckt. Da ist er mehrfach ausgebrochen und jedes Mal potenzierte sich das Strafmaß auf insgesamt über 80 Jahre. Abgesessen davon hat er 16 Jahre und man vermutet, dass er in dieser Zeit eben auch diesen Roman schon mal vorüberlegt hat. Das ist mir ganz wichtig. Frau Lichtenfeld, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und dem Buch viel Erfolg. Und ich danke sehr herzlich.